Aus den Medien. Der ewige Ossi, faul, große Fresse, fremdenfeindlich. Nun mag man wohnen, wo man hingeboren wurde, politisch stehen, wo man will. Anders erscheint er schon, der Bürger aus der ehemaligen DDR. Das zeigt auch gutgläubigen Gemütern, jeder trägt nicht nur seine Gene mit sich herum, sondern auch seine geografische und geschichtliche Herkunft. Schaut man sich die Historie Deutschlands an, so scheint es sie schon immer gegeben zu haben. Die Grenze zwischen hell und dunkel, zwischen technologischem Fortschritt und Hinterwäldlertum, zwischen Einsicht und Aufmüpfigkeit. Diffus zwar, im Laufe der Jahrtausende mehrfach verschoben, aber immer fassbar. So kann man nicht nur den eisernen Vorhang zwischen Imperialismus und Kommunismus an dieser Scheidelinie festmachen, sondern auch zwischen Industrialisierung und Agrarwirtschaft, Königtum und rebellierenden Provinzen, Katholizismus und Reformismus, Römer und Barbaren, Kelten und Germanen, ja noch früher Glockenbecher und Schnurkeramiker. Seit der ersten Besiedlung scheinen sich an Rhein und Main die Geister zu scheiden. Selbst das Wetter spielte mit. Besonders der römische Limes muss diese Grenze 500 Jahre lang verfestigt haben. Über seine Wirkung bis heute scheint alles geschrieben worden zu sein, aber nicht, was er in den Köpfen der Menschen angerichtet hat. Sein Verlauf ist bekannt. Von Rotterdam zog er den Rhein hinauf, bei Rheinbrohl den Fluss überschreitend, in der fruchtbaren Wetterau weit nach Osten ausschlagend, schnurstracks runter zum Main, wieder ein Stück flussaufwärts, dann linealmäßig runter nach Lorch bei Heidenheim und dann gerade durch nach Regensburg. Von dort übernahm fast durchgängig die Donau die Abgrenzung bis ans Schwarze Meer. Seine Perfektion und Geradlinigkeit können einen heute noch ganz wirre machen. Nun ist der Limes nicht die Zonengrenze, werden Sie sagen, aber die römischen Legionen operierten ja weit über ihre Reichsgrenzen hinaus. Im fränkischen Markt Breite und im hessischen Hedemünden standen ihre östlichsten Garnisonen. Feldlager bei Gotha und in der Goldenen Aue sowie die Schlacht am Harzhorn markierten dann schon fast die ehemalige innerdeutsche Grenze. Und ein bisschen Spielraum dürfen wir den kommenden 1500 Jahren ja auch noch zugestehen. Die heutigen Franken, ebenfalls jenseits des Limes, sind jedenfalls bei den Bayern auch nicht besonders angesehen. Nachdem Caesar die Gallier gegen 40 vor Christus geschlagen hatte, bauten die Römer ihre Provinzen in ganz Westeuropa zielstrebig aus. Sie setzten ihre Garnisonen in unmittelbare Nachbarschaft der besiegten Stämme. Die konnten so gut in Schach gehalten werden, man hatte billige Sklaven und außerdem fanden sich an diesen Orten ja sämtliche auszubeutenden Ressourcen, vor allem in Landwirtschaft, Bergbau und Metallverarbeitung. Sie erinnern sich? Die Treuhand lässt grüßen. Schon damals gab es militärische Koalitionen, mit denen die Römer ihr Einflussgebiet bis zu den Barbaren im Osten ausdehnen konnten.
Rhein und Donau waren vor den Landratten im Osten ziemlich sicher. Um aber die fruchtbaren Rheinebenen zu sichern, entstand dieser furchteinflößende Limes in den Mittelgebirgen von Taunus, Spessart, Odenwald, Schwarzwald, Schwäbische und Fränkische Alb. Erst so konnte sich dieses flächendeckende landwirtschaftliche System um die sogenannten Villa Rustica entwickeln. Ihre Erfolge machten die neuen Herren aus dem Süden aber arrogant. Das Hoheitszeichen SPQR, Senat und Volk von Rom, war Symbol ihrer Macht und ihres Sendungsbewusstseins. Innerhalb der bestehenden militärischen Ordnung konnte sich so etwas wie Demokratie und freie Marktwirtschaft entfalten, auch wenn das damals noch nicht so hieß. Der neue Reichtum ließ die unterdrückten Kelten schnell die verlorenen Schlachten vergessen. Sie siedelten nahe der Macht neben den Kastellen als Dienstleister. Bademeister, Nutten und Wasserträger wurden zu allen Zeiten gebraucht. Jahrhunderte, um zu erkennen, dass da vieles nur Fassade war. Immerhin konnten so Deutschlands erste Städte entstehen wie Trier, Köln, Worms und Speyer. Natürlich schauten die Germanen im Osten voller Neid in den reichen Westen. Durch Handel und Raubzüge versuchten sie etwas vom Kuchen abzubekommen. Manches Westpaket muss damals den Limes passiert haben. Neueste Erkenntnis von Historikern: Der Limes wurde nur gebaut, um die Warenströme von Ost nach West und umgekehrt zu kontrollieren. Solche These können nur von Leuten stammen, die keinen Wehrdienst geleistet oder geostrategisches Denken gelernt haben. Wer betreibt solchen Aufwand, um ein paar Karren aufzuhalten? Da hätten einige Schlagbäume an den Wegen ausgereicht. Wohlstand überzeugt nämlich immer. Auch die DDR musste letztlich Intershop und Valutamark einführen. Wie stark der Wunsch nach Südfrüchten und schnellen Karren unter Feldträgern werden kann, wissen wir. Entsprechend groß der Druck auf den Limes. Knapp 300 Jahre hielt er stand. Schließlich hatte man Erfahrung. So grenzten sich die Römer überall gegen ihre Neider ab. Ein Kastell am Rhein sah genauso aus wie sein Pedant in Syrien. Ein beeindruckendes Bollwerk, auch wenn das Leben in den Türmen sicherlich kein Zuckerschlecken war. Man stelle sich vor, 10 Mann auf engstem Raum, das Geschnarche. Selbst wenn der Limes im Vergleich zur chinesischen Mauer nur als improvisierter Lattenzaun durchgeht, Aufwand und Nutzen scheinen genau kalkuliert gewesen zu sein. Doch schaut euch diese Rekonstruktionen an. Palisaden nicht mehr als mannshoch, Gräben nur knietief, sehr fragile Erdaufschüttungen. Jedes Kind hätte solche Verteidigungsanlagen überwinden können. Ich glaube, hier wurde einfach nur beim Nachbau gespart. Da hat sich ja die arme DDR mit ihrer Mauer mehr Mühe gegeben. Die Germanen rückten den Römern nämlich so sehr auf die Pelle, dass sie sich gegen 260 hinter den Rhein zurückziehen mussten. Der Limesfall wurde zum Synonym für das Schicksal aller befestigten Grenzen schlechthin. Und was hat die Menschheit daraus gelernt? Die sofort nachrückenden Alemannen wussten mit den Errungenschaften vom Mittelmeer kaum etwas anzufangen, wie Wasserleitungen, Steinbauten, Beton und natürlich der Schrift. Was er nicht kennt, zerstört der Mensch. So ist von der meisten römischen Infrastruktur kaum etwas übrig geblieben. Das Kastell hätte auch nur die Idylle zerstört.
Römerleider aus dem Osten konnten dafür aber umso brutaler auf andere dreinhauen. Das war einer der Hauptgründe, warum die Römer mehr und mehr Ossis ins Reich holten. Dem auf ständiges Wachstum und Expansion getrimmten Imperium fehlten damals zunehmend Arbeitskräfte und Soldaten. Die Gallier waren ja inzwischen vollkommen romanisiert und wollten die Drecksarbeit auch nicht mehr machen. Also siedelte man innerhalb des Reiches ganze germanische Volksstämme an, mit Kind und Kegel, aber auch mit Heerführern und Kriegern. Eine tolerante Willkommenskultur, die anfangs auch funktionierte. Sie nannten sie Föderaten, Verbündete und übertrugen ihnen nach und nach immer mehr Verantwortung. Zum Beispiel auch die Grenzsicherung. Wen wundert es, dass sie die erste Gelegenheit nutzten, um sich die Macht unter den Nagel zu reißen? Erst kam es zum sogenannten Rheinübergang 406, wo mehrere germanische Stämme nicht nur plündernd durch Westeuropa zogen, sondern anschließend bis Spanien und Afrika. Letztlich kamen keine Befehle aus Italien mehr. Der weströmische Kaiserhof war in den Auseinandersetzungen mit seinen germanischen Heerführern zerbrochen. Offizieller Totengräber war Otto Ager, ein Thüringer. Jeder nahm sich nun in den nördlichen Provinzen, was er konnte. Die ehemals verbündeten Franken unter der Königsdynastie der Merowinger eroberten nach und nach alle Westgebiete und wandten sich dann Richtung Osten. Erst besiegten sie die Alemannen, dann Thüringer, letztlich auch Sachsen. Es kam zum völligen Austausch der Eliten, auch wenn die Schreiberlinge und Speichellecker blieben. Was sich damals abgespielt hat, kann durchaus mit dem Zusammenbruch des Ostblocks 1500 Jahre später verglichen werden. Allerdings bedeutete der Zusammenbruch damals tausende Jahre technischer und kultureller Rückschritt. Wer weiß denn schon, wie Handy und Co. später für das Zusammenleben der Menschen bewertet werden? Das Einzige, was die fränkischen Analphabeten sofort lernten? Zur Unterdrückung braucht es eine Ideologie, damals christliche Religion genannt. Was im Westen sich schon unter den Römern etabliert hatte, gelang kaum im Osten. Ständig mussten sich die Königstreuen im Fränkischen Reich mit den aufständischen Sachsen und Thüringern herumschlagen. Der Ossi wollte sich einfach nicht den geltenden Regeln unterordnen. Mindestens 700 Jahre brauchte die Christianisierung, um auch an Elbe und Saale angenommen zu werden. Doch kaum war dort die letzte Kirchenglocke aufgehängt, meuterten schon 1517 im Osten die lutherischen Reformisten. Dieser Kampf hielt die Geschicke Deutschlands jahrhundertelang im Bann. Die Landkarte der verschiedenen Konfessionen lässt die alte Grenze des Limens noch heute gut erkennen. Und das trotz der machtpolitischen Spielchen der Territorialfürsten. Leidtragende wie bei allen vorherigen und folgenden Kriegen immer der Knecht. Als die siegreichen Alliierten 1945 in Potsdam die West- und die Ostzonen festzurrten, hatten sie bestimmt nicht den Limes im Hinterkopf. Aber Geografie und Geschichte spielten den Strategen in die Hände. Zu gerne scheinen die Menschen im Osten den viel zitierten östlichen Schlendrian übernommen zu haben. Allerdings stießen sie ihn bei erster Gelegenheit auch wieder ab. Bald leben wir länger in der wiedervereinigten Bundesrepublik als im geteilten Deutschland. Trotzdem müssen die Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern immer noch thematisiert werden. Das lässt grübeln. Zum Beispiel, warum Geschichte sich immer wiederholt, zumindest was die Mechanismen betrifft. Warum keine Grenze ewig hält, egal ob gegen Flucht oder Angriff konzipiert. Warum jedes System kollabiert, das gravierende Niveaugefälle zwischen Arm und Reich zulässt, egal wie perfekt die Propaganda funktioniert.
Und warum zur Zielscheibe wird, wer sich zu Verantwortung überreden lässt und die freiheitlich-demokratische Grundordnung in die Welt tragen will. Böse Zungen behaupten, die Bundesrepublik zeige Symptome wie das untergehende Römische Reich. Doch unabhängig von Gesinnung und Wohnort wissen wir wenigstens, was wir erwarten dürfen.